Es könnte ja mal sein, also natürlich nicht bei uns, aber mal angenommen, der Fall tritt ein, in der Apotheke gibt es nicht mehr alles, was wir so brauchen, um wieder gesund zu werden oder gesund zu bleiben, dann sind doch solche Pflänzchen wie die Ringelblume höchst interessant. Hallo ihr Lieben, heute schauen wir uns mal die Ringelblume an. Das ist nämlich eine ganz besondere Pflanze, die nicht nur schön blüht, sondern auch jede Menge kann. Am Ende könnt ihr auch meine Ringelblumensamen gewinnen, denn im August kann man die noch aussehen. Da kriegt ihr auch noch schöne Ringelblumen. Das Schöne an der Ringelblume ist auch, dass sie nicht nur eine kurze Blühdauer hat, sondern ziemlich viele Wochen und Monate den Sommer über so als Bienenweide zur Verfügung steht. Hier sind noch ganz, ganz, ganz viele kleine junge Blüten, die erst noch aufgehen. Die nächsten blühen gerade, andere sind schon verblüht und von der einen oder anderen kann ich gerade schon wieder das Saatgut nehmen. Man erkennt ja auch wunderbar, wann die Samen reif sind. Erst verblüht es, dann sieht man, dass in der Mitte noch so grüne Samenkapseln stehen bleiben. Und danach, wenn die hier so braun sind wie die da, fallen die auch bald aus oder können eben aufgesammelt oder eingefangen werden, um sich das Saatgut fürs nächste Jahr aufzuheben oder eben um das auch zu verschicken. Hier sieht man einmal schön, warum die Ringelblume so heißt. Nämlich die Samen, die ringeln sich so ein, also sie wachsen so gekrümmt. Und daher auch der Name Ringelblume. Und von den Ringelblumenblüten habe ich auch schon einiges getrocknet, weil das nicht nur hübsch aussieht in so einer Wildkräutermischung, sondern weil die Ringelblume natürlich auch als Tee zu sich genommen gewisse Wirkung hat. Ja, die Ringelblumen, die bei mir am größten gewachsen sind, die stehen voll sonnig und in recht nährstoffreichen und lehmischen Boden. Ein bisschen Wasser kriegen die ab und an mal, aber die haben auch ein paar Trockenphasen erstaunlich gut überstanden. Hier geht die natürlich auch eine ganze Ecke tiefer in die Erde als nur durch den Stein, denn das ist ein Hohlstein, also die kann unten weiter wachsen. In einem kleinen Topf oder Kübel würden die garantiert nicht solche Größen erreichen. Naja, zumindest habe ich hier eine nebenan im Kübel. Kann es natürlich auch sein, dass die große überwinterte Physalis hier ein bisschen viel Wasser und Nährstoffe wegzieht. Aber die kriegen auch immer mal Dünger. Aber die hat schon ziemlich lange hier Zeit und bei Weitem nicht so eine Größe. Ja, das ist auch noch eine Pflanze hier hinten. Erstaunlich, oder? Ja, hier vor meinen Gurken ist so die größte Ringelblume. Also alles, was hier drüben liegt, ist eine Pflanze. Ihr seht das, kann die hochheben. Das geht alles hier auf ein... Oh, das ist eine Gurke ernten. Entschuldigung, die habe ich gestern übersehen. Okay, auf jeden Fall ist hier jetzt relativ schon verblüht. Also die Blüten gehen immer der Reihe nach auf und umso mehr man auch sich wegschneidet zum Trocknen, umso mehr kommen dann auch nach. Und genau von diesen Samen habe ich auch schon einige getrocknet, die ich dann verschicken kann. Wenn man jetzt im August noch aussät, wird die Pflanze vermutlich nicht mehr solche Größen erreichen, je nachdem, wie auch die Wetterlage ist, wie lang der Sommer geht. Aber ein paar Ringelblumen wird man sich schon noch ernten können, zumindest für einen kleinen Tee. Da braucht man ja nicht viel. Und wenn man ein bisschen mehr hat, dann kann man sich auch durchaus mal eine Salbe herstellen aus der Ringelblume oder mal schauen, welche interessanten Anwendungsmöglichkeiten dieses Pflänzchen noch so bietet. Bei mir im Garten findet man an den verschiedensten Stellen und Ecken überall wieder Ringelblume. Ich habe festgestellt, dass die Blattläuse ganz gut anzieht, ohne dass ihr es groß schadet und so andere Pflanzen nicht so von Blattläusen befallen werden. So, das vielleicht nochmal als kleiner Tipp für den naturnahen Garten. Man kann Blüten, Blätter und auch die Stängel benutzen, gerade wenn man eine Salbe herstellen möchte. Und für einen Tee schaue ich, dass ich hier so ein paar Stängel da abschneide, wo ich nicht noch junge Blütenknospen mit erwische, sodass die dann als nächstes aufgehen können. Und dann kann man die sich in kleinen Bündeln einfach zum Trocknen aufhängen und dann in die Wildkräutertiermischung mit reintun. Ich hänge das dann bei mir an einem Ort zum Trocknen auf, der schön luftig ist, trocken natürlich und wo aber auch keine direkte Sonne hinfällt. Das ist ja unter unserem Dach der Fall, aber ich könnte das auch im Dachboden machen oder einfach am Küchenregal mit aufhängen. Und wenn die Ringelblumen dann getrocknet sind, fülle ich mir die einfach in so Schraubgläser ab
Die werden dann peu à peu voll gemacht, kommt dann ein Deckel drauf und immer wenn die nächsten dann getrocknet sind, wird das Glas weiter aufgefüllt. Ich habe gerade mal noch ein paar Stängel von einer anderen Ringelblume gepflückt und will euch nochmal zeigen, was für eine Farbenvielfalt die Ringelblume bieten kann. Also von knallrot bis fast weiß ist da alles dabei und ja, alles davon ist Ringelblume. Und jede davon hat auch dieselbe Wirkweise. Ja, ich finde, so im Direktvergleich kann man hier die eine Ringelblume echt mit einer kleinen Sonnenblume verwechseln. Die Farben, die können total vielfältig sein. Ach, hier am Kräuterbeet hatte ich auch noch zwei Ringelblumen. Ja, auch nochmal so ähnlich wie hier die erste, eine Nummer kleiner vielleicht. An ein paar Ecken werden die sich jetzt ganz automatisch von selber aussehen. Ein paar werden dann vermutlich mit Laubstreu oder ähnlichem abgedeckt und den Winter gut überstehen. Und dann könnt ihr auch rechtzeitig im Frühjahr schon wieder keimen und uns hier eine schöne bunte Blütenvielfalt bescheren. Das regelmäßig gemacht, ab und an so ein kleines Sträußchen und dann füllt sich so ein Glas auch ganz schnell. Na, ich wäre ja neugierig, was hier noch so steht. Getrocknetes Bohnenkraut, Zitronenmelisse, Oregano, Lavendelblüten, Kamille und der Rest dürfte noch mehr Oregano sein. Oh, hier ist eine Blütenmischung drin. Ganz verschiedenes, da könnte auch Kornblume mit dabei sein und die Tagetes. Und hier ist nochmal Zitronenmelisse, weil die wächst dieses Jahr mega, mega prächtig. Hier hängt auch noch ein bisschen Kamille, aber der Rest ist gerade Saatgut. Hier ist Feldsalat dabei. Was ist das? Der Wassersalat, die Wasserkresse. Und hier drüben die Gartenkresse. Selbstgenommenes Saatgut. Das lohnt sich auf jeden Fall zur Selbstversorgung. Die Blüten muss man natürlich nicht trocknen, die kann man auch einfach frisch benutzen und sich einen Tee daraus aufgießen. Ja, nimmt man so 2-3 Blüten für eine Tasse oder eben eine halbe Handvoll für eine Kanne. Könnte fast schon zu viel sein. Manchmal ist weniger, hier auch mehr. Mit kochendem Wasser übergießen, ein paar Minuten ziehen lassen. Am besten mit einem Deckel drauf, dass die guten Sachen nicht so wegfliegen mit dem Wasserdampf. Ja, und dann einen kleinen Schlucken heiß genießen. Es könnte ja mal sein, also natürlich nicht bei uns, aber mal angenommen, der Fall tritt ein, in der Apotheke gibt es nicht mehr alles, was wir so brauchen, um wieder gesund zu werden oder gesund zu bleiben, dann sind doch solche Pflänzchen wie die Ringelblume höchst interessant. Vermutlich würde ich auch rechtliche Grauzonen betreten oder auch rote Zonen, wenn ich behaupten würde, sowas wie die Ringelblume könnte bei Krebsgeschwüren helfen. Aber es gibt da einen Ausweg. Ich kann ja zitieren. Wir haben wirklich ein umfängliches Repertoire an Büchern über Gewürzkräuter, Heilkräuter, essbare Pflanzen und die Ringelblume ist tatsächlich in jedem dieser Werke, die eben solche Heilkräuter sammeln, mit vertreten. Ich hätte mir auch eins schnappen können vom Wolf-Dieter Stohl oder auch vom Herrn Kneipp. Der konnte nämlich auch mehr als Wasser treten, hatte noch ein paar andere Interessen. Der Kräuterfacher Künzel hat die auf jeden Fall erwähnt, aber die Maria Treben ist eine durchaus erwähnenswerte Kräuterfrau und das Buch spricht schon deswegen für sich, weil es die 97. Auflage ist und zwar unüberarbeitet. Ich werde euch jetzt keine Inhaltsstoffe und deren Wirkweise aufzählen, sondern ich sage einfach mal, wogegen die Ringelblume benutzt werden kann. Und wenn euch irgendwas davon so ein bisschen antriggert, dann kann man ja nochmal genauer nachschauen. Okay, ihr Lieben, ich will dem Zitatzweck entsprechen, deswegen filme ich jetzt nicht das Buch ab und ich lese daraus auch nichts vor, sondern ich nehme einzelne Punkte raus und das sind Zitate von Maria Treben und die Stimmfarbe ist vielleicht noch ein bisschen von mir und hier und da kann sein, dass ich was übersetzen muss. Ja. Okay, was kann die Ringelblume denn jetzt eigentlich für uns tun? Also, die Maria Treben empfiehlt verschiedene Anwendungen. Das sind dabei zum Beispiel Teeaufgüsse, Salben, Tinkturen, Sitzbäder und auch noch ein paar andere Anwendungen. Sie beschreibt in dem Buch auch, wie man das herstellt, wie man das macht. Das Rezept für die Ringelblume selber würde ich heutzutage ein bisschen anders machen, nämlich einfach mit einem Ölauszug, in dem Fall einem heißen. Ihr findet im Internet, wie das geht. Das geht mit vielen Kräutern und auch mit der Ringelblume. Es gibt aber auch innerliche Anwendungen, da zum Beispiel dann einfach als Teeaufguss, ob die Blüten gerade frisch sind oder ob man die getrocknet hat als Vorrat, geht beides. Jetzt zitiere ich die Maria.
Vermutlich bekannt ist die Wirkung bei schlechter Wundheilung, bei offenen Wunden, bei Hauterkrankungen. Also bei all solchen Sachen ist eine Ringelblumensalbe äußerlich angewendet eine gute Empfehlung. Maria Treben empfiehlt die Ringelblumensalbe auch bei Krampfadern und bei entzündeten Venen. Also Krampfadern gehen, also man muss eine Weile eine Kur machen, geht nicht von einmal einreiben weg. Aber wenn man das eine Weile macht, wird die Haut wieder glatt und schön und Sachen sind weg, die auch Altersflecken, Pigmentflecken oder solche Blutschwämme betreffen. Maria Treben sagt, dass die Ringelblume erfolgreich wirksam war bei Brustgeschwüren und zwar bei bösartigen. Das übersetze ich mal, die redet von Brustkrebs. Ja? Also die Ringelblume hilft bei Krebs. Die erwähnt auch nochmal explizit, dass Hautkrebs, natürlich Hautkrebs, passt zusammen, aber auch bei anderen Krebserkrankungen, innerlich wie äußerlich angewendet, bei verschiedenen Geschwüren, ob gut oder bösartig, sagt die Ringelblume, hat Erfolge verzeichnet. Auch bei Pilzerkrankungen im Allgemeinen, ob das jetzt Schleimhäute sind oder vielleicht Fußpilz oder irgendwie eine Hauterkrankung, die nicht heilen will, kann auch was sein, das irgendwie juckt am Pups oder im Schritt, dann empfiehlt sie zum Beispiel auch Sitzbäder. Bei Muskelzerrungen, bei Quetschungen, bei Prellungen und auch bei Blutergüssen, das sind blaue Flecke, da ist die Ringelblume auch hilfreich wirksam. Besonders der Tee innerlich angewendet kann auch helfen bei Magen-Darm-Entzündungen, auch bei Magenkrämpfen, bei Durchfall. Also wenn es hier innerlich irgendwie krummelt, kann die Ringelblume auch als Tee richtig gut helfen. Maria Treben sagt, die Ringelblume hilft auch bei infektiösen Lebererkrankungen. Das ist häufig Hepatitis, das habe ich jetzt mal übersetzt. Die Ringelblume hilft gegen Viruserkrankungen im Allgemeinen, ziemlich interessant heutzutage, bei Warzen, bei Krätze, bei Drüsenschwellung und bei schlecht heilenden Wunden. Also gerade bei Sachen, wo die Ärzte lange was verschreiben, was nicht helfen will, kann man vielleicht mal die Ringelblume ausprobieren als Alternative. Für die Sehkraft soll die Ringelblume übrigens auch noch gut sein und bei Verkrustungen in der Nase. Ob das alles war, will ich nicht behaupten, also keine Option auf Vollständigkeit. Aber das waren ein paar Zitate aus Maria Trebens Buch, also nicht meine Gedanken, sondern eine erfahrene, gute Kräuterfrau, häufig zitiert, völlig unterschätzt. Last but not least, es gibt das Saatgut. Ich habe hier von den verschiedenen Ringelblumen was eingesammelt. Ich hoffe, dass ich euch eine bunte Mischung zusammengemixt habe und ich würde 3 solche Päckchen verlosen. Ihr könnt kommentieren, was ihr wollt, aber macht den Hashtag Saatgut, S-A-A-T-G-U-T, bitte unten drunter und dann werde ich im Zufallsprinzip mal schauen, welche 3 Päckchen Saatgut wohin, nach Deutschland bitte, gehen. Und dann wünsche ich euch viel Glück, Erfolg und bis zum nächsten Video. Genießt die Zeit im Grün und macht was Schönes aus eurem Garten. Ich glaube, ich muss jetzt mal meinen Nachschub gießen. Kräuter, Kräuter, Kräuter. Basilikum en masse, auch völlig unterschätzt.